Also um was geht es? Es geht um den Kanal Roller Rolf hilft. Und den wollte ich euch hier einfach mal vorstellen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen damit helfen kann. Ich schraube schon seit meiner Kindheit. Ich habe früher schon an den Mädels rumgeschraubt. Ich habe da also tierische Erfahrungen. Da fragen mich einige Leute, warum macht der alte Sack das? Ich mache das, weil ich als Teenie die gleichen Probleme hatte. Und dass der 50-Kubik-Roller hier hinter mir leider nicht mehr anspringt. Und wir wollen mal gucken, woran das liegt. Ich zeige euch die verschiedenen Schritte und ihr kriegt dann hoffentlich euren Roller. Ich habe natürlich auch ein schweres Kindheitserlebnis gehabt. Ich wollte normalerweise Kfz-Mechaniker werden. Jetzt war das so, wir sind ja sogenannte arme Leute gewesen. Und deswegen musste ich dann arbeiten gehen und konnte diesen Beruf, wo ich immer von geträumt habe, leider nicht ausleben. Und konnte mir dann die Zündung an und ziehen die Handbremse und drücken den Starter, um zu sehen, was ist hier los. Leute gefragt. Jetzt bin ich einer von den Älteren. Allerdings haben wir inzwischen Google und YouTube. Und deswegen fragt man einfach nicht mehr den Opa von nebenan, sondern man googelt. Alter, er hat immer gesagt, wenn du deine Mofa nicht reparieren kannst, dann hast du eben Pech gehabt, dann musst du halt zu Fuß gehen. So, jetzt haben wir also unsere Arbeit erledigt. Hat etwas länger gedauert. Wichtig ist, dass er den nächsten Tag auch anspringt, wenn er die Nacht gestanden hat. Eingestellt, habe gesehen, das wurde tierisch angeklickt und hat den Jungs wohl Freude gemacht, natürlich vielleicht auch den Mädels. Soll ich sagen, tun die nicht zu doll, die sind nur ausgelegt für 45, nicht, dass er euch auf die Fresse legt und sieht nachher aus wie eine Karre Mist, muss ja auch nicht sein. Na, ich hoffe, wie gesagt, dass ich mit meinem Kanal viel helfen kann, dass ihr den natürlich anklickt, dann werde ich den entsprechend Videos reinstellen und schickt mir irgendwelche Fragen, was da los ist, warum läuft die Kiste nicht und vielleicht kann ich euch ja helfen, dann haben wir alle was davon, ich habe Spaß, ihr gebt kein Geld aus und so insofern denke ich mal, ist das eine geile Sache.